Hallo zusammen, heute zeige ich euch einen Nudelsalat mit selbstgemachter Mayonnaise. Zuerst bereite ich die Mayonnaise vor, indem ich einen schmalen Messbecher nehme, Öl, Ei und die Gewürze hinzufüge. Den Stabmixer musst du unten direkt auf dem Grund des Bechers ansetzen, anschalten und dann langsam nach oben ziehen. Bevor ich mit der Mayonnaise angefangen habe, habe ich bereits die Nudeln zum Kochen gebracht. Von dem Nudelwasser nehme ich ungefähr 50 ml für die Marinade. Dann kommen die Gewürze und zum Schluss die Mayonnaise hinzu. Ich habe 5 Esslöffel Mayonnaise für den Salat genommen, du kannst aber auch die gesamte Mayonnaise nehmen. Wenn du die Zutaten für deine Marinade alle vermischt hast, kannst du die Nudeln hinzufügen. Jetzt kommen 2 Frühlingszwiebeln und 2 Salzgurken gewürfelt hinzu. Wenn du alles durchgemischt hast, gibst du noch 2 gewürfelte Tomaten hinzu. Jetzt ist ein super leckerer Nudelsalat fertig. Noch besser wird er dir schmecken, wenn du ihn mindestens 30 Minuten nochmal durchziehen lässt.